RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Wir sind in der Halle Neuenkamp und heute geht es hier um Fußball, aber nicht nur um Fußball, sondern auch um Mädchenfußball. Und wir sind hier mit Elke Müller von der Stadt. Wer ist denn eigentlich hinter diesem Turnier und diesem Projekt? Also ursprünglich ist es ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Remscheid, zwischen der Abteilung Kinder- und Jugendförderung und den Sportverbänden TV Hasten, Tura Süd, SG Hackenberg, 1. FC Klausen. Die Sportjugend hilft uns und der Jugendrat ist tätig und ab und zu beteiligen sich auch Schulen an dem Projekt. Dieses Projekt hat ja eher, es ist ja ein Turnier, klar, aber andererseits hat es ja auch einen sozialen Charakter. Wie wichtig ist es denn, dass die Mädchen zum Beispiel jetzt auch im Winter eine Chance haben, mal hier in der Halle gegeneinander ein Turnier auszuspielen? Gerade im Winter, weil im Winter ist ja bei den Vereinen und auch in der Schule eine große Pause, wenn die spielen. Und von daher ist es wichtig, gerade im Winter denen in der Halle was anzubieten. Die Mädchen haben nicht so oft die Möglichkeit, vor den Ball zu kicken, wie zum Beispiel die Jungs. Auch in Vereinen sind die weniger vertreten als die Jungs. Und auch auf der Straße oder in der Schule gibt es einfach mehr jungen Mannschaften. Deswegen ist es ganz wichtig für die Mädchen, dass sie hier unter sich sind, dass sie hier sich so ein bisschen gegeneinander konkurrieren können, dass sie halt ja, gegeneinander spielen können. Und mit viel Spaß und jedes Jahr immer wieder. Und es werden immer mehr Mannschaften mit immer tolleren Namen und immer tolleren Trikots. Wie viele Mannschaften und an welchen Altersklassen wird denn dieses Jahr gespielt? Also die Jüngeren in Anführungsstrichen fangen an, die 9- bis 13-Jährigen. Die spielen von 14.30 Uhr dann bis 17 Uhr. Das ist jetzt schon vorbei, das Turnier. Dann folgt um 17 Uhr die Siegerehrung. Und jetzt um 17.30 Uhr haben die 14- bis 17-jährigen Mädels angefangen. Bei den Jüngeren, bei den 9- bis 13-Jährigen hatten wir 8 Mannschaften. Und jetzt haben wir sogar 11 Mannschaften bei den Älteren. Girls Soccer, Mädchenfußball mit einem sozialen Aspekt. Wie wichtig ist denn sowas für die Stadt Remscheid? Ja, Girls Soccer ist eine ganz wichtige Veranstaltung hier in Remscheid. Wir brauchen, gerade im Winter, brauchen wir Veranstaltungen, wo sich die jungen Damen und auch jungen Herren, aber heute vorwiegend die jungen Damen, mal so richtig austoben können und nicht aus der Übung kommen. Weil wir wollen ja dann auch in die neue Saison starten. Ich glaube, hier sind eine ganze Menge Vereinsspielerinnen auch dabei und deswegen haben wir ein ganz gutes Niveau auch hier heute. Wie wichtig ist es denn für die Stadt im Jugendbereich, den Jugendlichen was anzubieten, damit sie auch besonders jetzt in den Wintermonaten, und wir haben ja in den letzten Wochen ja einen harten Winter gehabt, dass sie Optionen haben? Ja, Jugendhilfe, Jugendarbeit, das sind zwei ganz zentrale Themen für so eine Stadt, wie wir sie sind. Ob mit viel Geld oder mit wenig Geld. Ich glaube, an der Jugend sollten wir zuletzt sparen und das versuchen wir eigentlich auch in den letzten Jahren. Und da ist das Girls Soccer heute, glaube ich, nur ein relativ kleiner Beitrag, aber eben ein umso schönerer.